Hallo, hier ist nochmal der Henning Götsch von Foto Universal und diesmal habe ich den Matthias Seidel von Phase One zu Gast. Hallo. Den wir hier ganz herzlich begrüßen. Was haben wir uns ausgedacht bei Phase One? Worüber wollen wir sprechen? Also, ich dachte, wir wollen einfach mal weg von diesem Megapixel-Getue. Das ist ungefähr so wie bei Rolls-Royce, wenn man da fragt nach PS. Ausreichend. Also, auflösungstechnisch kann der Phase One dem IQ4 150 sowieso keiner das Wasser reichen, aber die Kameras können eigentlich noch viel, viel mehr. Wir wollen jetzt einfach mal darüber sprechen, was ist der Systemgedanke, was steckt da eigentlich noch an Technik und kreativen Möglichkeiten drin in der Kamera. Ich werde mich da tatsächlich auch ein bisschen rausziehen, glaube ich. Das alles Weitere wird einfach der Matthias übernehmen. Ich denke, er wird so viel zu sagen haben, dass ich da vielleicht hin und wieder mal eine kleine Zwischenfrage stelle. Aber ansonsten übergebe ich jetzt gerne an den Matthias. Danke, Henning. Gerne. Ja, ich habe erstmal meine Kameras hergestellt, dass man sieht, die zwei Systeme, die wir haben, einmal das XF-Kamerasystem und einmal das neue XT-Kamerasystem. Und heute, ja, tue ich ein bisschen über, jetzt in der ersten Sitzung, über die XF-Kamera ein bisschen was erzählen. Und zwischendurch auch immer wieder, oder wie jetzt, über die Technik vom IQ3, der Schritt zum IQ4, hat sich ja extrem viel geändert. Das heißt, die Elektronik wurde komplett erneuert, das Betriebssystem wurde erneuert und dadurch bestehen inzwischen viel mehr Möglichkeiten, mit dem IQ4 noch mehr anzustellen und verschiedenste Funktionen einzubauen, was dann immer über ein Firmware-Update hinzukommt. Und dadurch, dass das Kamerasystem oder die Systeme so viel Möglichkeiten haben, haben wir jetzt beschlossen, erstmal in der ersten Sitzung nur über die XF-Kamera und dann heute Nachmittag über die XT-Kamera mal reden. Und was ich mir überlegt hatte, war, etwas zur Bedienung der XF-Kamera mit dem System zu berichten, weil die Bildqualität, die kennt jeder, der schon mal probiert hat oder sich im Rent bei Universal geholt hat, die Kamera. Die bieten ja auch die Kamera als Rent an, dass man mal ausgiebig damit arbeiten kann. Das hat bisher jeden überzeugt und da Bilder zu zeigen und so weiter, macht jeder. Also habe ich beschlossen, die Technik zu erklären und eigentlich nur, fast überwiegend sind wir in 20 Minuten, was wir Zeit haben, nur über den Fokus, weil da gibt es x Möglichkeiten in der Kamera. Angefangen, wenn man in das System, wenn man die Kamera gestartet hat und geht bei der XF-Kamera ins System unter Capture Setup, man kann immer, die Kamera selber hat drei Rädchen, die normalerweise Standard Zeit, Blende, ISO-Empfindlichkeit verstellen kann, drückt man die silberne Taste, ist im Menü und kann dann mit dem hinteren Rädchen rauf und runter fahren und mit dem vorderen Rädchen, wenn Pfeil rechts ist, auswählen. Und da gibt es, so muss ich gucken, im Capture Setup, wenn man etwas nach unten wandert, den Fokus Trim. Wenn man die Kamera kauft, der steht immer auf Null. Fokus Trim, was sollte eigentlich jeder machen? Beziehungsweise ich mache das für viele Kunden beim Ausliefern, wenn es gekauft wurde, das System. Man justiert sein komplettes System, sprich, man hat ja das Rückteil, den Kamerabody und die Optik, drei mechanische Teile mit ja, Toleranzen und dann kann man das System wirklich den Fokuspunkt auf den Punkt einstellen, auf den er auf Null ist, dass er keinen Back- oder Frontfokus hat und das für bis zu 100 Optiken, kann sich die Kamera merken und speichert es. Das muss ich dann nie mehr machen. Das ist eine Funktion, die geht eigentlich sehr einfach. Wir liefern bei Optiken oder Kameras dieses Focus Trim Target mit der Beschreibung mit, wie man das macht. Man kann sich auch dieses Target über unsere Supportseite runterladen, selber ausdrucken in verschiedenen Größen. Die Beschreibung ist nicht schlecht, wobei ich diese Beschreibung nur teilweise nutze. Ich mache das manuell, um ganz gezielt den Schärfepunkt festzulegen. Für spätere Funktionen braucht man das. Man stellt einfach dieses Target quasi senkrecht hin. Ich rutsche mal ein bisschen.
sieht man das vielleicht so am besten, ganz senkrecht hin. Dazu nehme ich als einfachstes Material einen ganz normalen Zollstock. Und den Zollstock platziere ich direkt neben dem Target, egal mit welcher Größe, dass er schräg verläuft. Und dann sieht man, wie hier jetzt in dem Fall steht die Zahl 92 genau auf der Ebene von dem Target. Wenn man das gemacht hat, kommt die Kamera quasi vor das Target in dem Abstand, wie man es am häufigsten benutzt, stellt die Kamera auf ganz offene Blende, das ist sehr wichtig. Das Licht, was man dazu verwendet, spielt keine Rolle. Geht dann auf Autofokus und drückt einfach auf den Autofokus-Knopf. Vielleicht hört man es, wenn er sucht. Ja, das habe ich schon ausgelöst. Einmal Autofokus auf das Target, löst aus, schießt am besten in den Rechner und kontrolliert dann, wenn das Bild scharf ist, wo ist es wirklich scharf. Denn wenn ich das da habe, kann es also die 92, wenn da ist, und ich habe die 80er Optik, ganz offene Blende, dann sollte, sage ich mal, circa von 90 bis vielleicht 95 die Schärfeebene gut zu lesen sein. Ist es aber leicht weiter hinten oder leicht weiter vorne, dann kann ich im Fokus-Trim einfach durch Drehen des Rädchens die Werte Plus oder Minus benutzen und schiebe den Fokus vor und zurück, sodass ich selber bestimmen kann, liegt der Fokus wie klassisch ein Drittel vor, zwei Drittel dahinter. Oder wenn ich spezielle Aufnahmen habe, wo ich sage, ich habe einen Kunden, der Motorräder fotografiert, er braucht immer vom Vorderrad nur nach hinten Schärfe, dann kann man auch sagen, okay, Schärfe von 92 und nur nach hinten. Oder ich möchte 50-50 haben. So kann man das mit jeder Optik machen und hat da schon mal den optimalen Fokuspunkt und speichert es ab. Das war früher alles nicht möglich, ist durch das XF möglich. Dazu kommt dann, haben wir ja im System wiederum Capture Setup, den sogenannten AFR-Modus, Autofocus Recompose. Wenn ich den einschalte, Kamerasystem muss auf Autofokus stehen, gehe rein, gehe nach unten, AFR-Modus on, und dass ich den einfach immer wieder benutzen kann, in der schnellen Funktion, weil wenn ich auf manuell gehe, wird er deaktiviert, kommt sonst eine Fehlermeldung, kann ich den auf irgendeinen Knopf speichern. Deswegen bei der XF ist nichts beschriftet, weil man jeden Knopf selber programmieren oder Funktionen drauflegen kann. Gehe ich also her, anschließend unter das User Setup, gehe rein und da wiederum ins Control Setup und sage da jetzt dann zum Beispiel mir, wo normalerweise AEL drauflegt, drehe ich so lange, bis AFR-Modus angezeigt wird, gehe einfach wieder raus. Kannst du vielleicht noch ein paar Worte zum AF Recompose sagen? Also genau, ich stelle es ja gerade erst ein. Ah, okay, gut. Weil es muss ja eingestellt sein, ja, dass wenn ich das habe, dass ich das auch live zeigen kann. Mhm. Man sieht jetzt im Display wiederum angezeigt, in der Mitte steht nichts, jetzt wenn ich den Knopf drücke, steht AFR da. Autofocus Recompose bedeutet ganz einfach, Mittelformat hat nur einen Fokuspunkt, der sitzt genau in der Mitte. Ich fokussiere auf den Henning und der soll aber nicht in der Mitte sitzen, ich habe offene Blende, sondern am Rand, verschwenke, löse aus. Sollte ich vielleicht einfach die ISO mal hochziehen, dann sieht man das vielleicht am Bild. Die Zeit noch etwas, eine offene Blende machen, schauen wir mal, dass der Henning aufs Bild kommt. So. Man sieht, der Henning sitzt an der Seite, die Schärfe wird aber aufs Gesicht gehalten, weil durchs Verschwenken, Fokuspunkt, wird verschwenkt, ändert sich die Schärfeebene und die Kamera hält beim Auslösen, korrigiert die Optik nach. Was man dazu, jetzt habe ich dich ja nur gerade im gesamten Bild gesehen, wiederum im Back noch mit einstellen kann, ist, dass er mir sofort den Fokuspunkt im Back am Display anzeigt. Okay. Dann sehe ich auch, wenn ich ausgelöst habe, er zeigt mir dein Gesicht, ich weiß, die Schärfe liegt da und ist nicht verrutscht.
Das sind also Funktionen. Also es ist im Prinzip ein Marker, der eingeblendet wird, hier war deine Schärfe gelegen. Genau. Okay. Und das sind halt Funktionen, die bei diesen kleinen Pixeln auf den Sensoren auch wichtig sind, dass man seine Schärfeebene richtig hinlegt. Dazu ist zum IQ4 hinzugekommen das Focus Peaking, was viele bisher vermissen. Das heißt, wenn ich zum Beispiel ins Live-Bild gehe, kannst du es ein bisschen weiter so in diese Richtung halten, dann können wir es genau. So, okay. Also ich gehe auf Live-Bild. Im IQ4-System ist auch das Live-Bild so inzwischen einzustellen, dass es auf Blende, Zeit, ISO-Empfindlichkeit reagiert, nicht wie in den Vorgängermodellen beim IQ3, dass er automatisch das einfach hell macht, sondern im IQ4 sehe ich dann sofort, ob meine Belichtung stimmen würde, weil ich ja ISO-Empfindlichkeit, Blende und das berücksichtigt bekomme. Und mal da halten und drehen. Kann ich hier wiederum das Auge anklicken, um dann immer im Menü, am IQ4 werden die Menüs von der Seite von unten reingewischt, wenn der blaue Punkt ist, ist das Menü aktiv oder wie hier Histogramm, dass man das noch mit dazu sieht von der Belichtung her. IQ4 da, ich hoffe, dass das auf die kurze Distanz, ja, man vielleicht sieht hier oben, kommen die grünen Pixelchen. Man sieht es leicht, ja. Mhm. Und da sehe ich, die Schärfeebene stimmt. Was ich wiederum machen kann in der Funktion Focus Peaking, wenn ich länger drauf bleibe, ich kann den Schwellwert und die Farbe auch ändern, wenn ich eine andere Farbe brauche. Also in den Menüs, die wir haben, wenn in diesen kleinen Menüpunkten ganz oben rechts ein kleiner Pfeil ist, liegt drunter noch eine Funktion, die man aufrufen kann, wie zum Beispiel hier auch Gitternetzlinien, wenn man Richtung Architektur was einrichten möchte, die kommen und wenn ich drauf bleibe, kann ich dann auch hier verschiedene Modis wiederum aufrufen. All das verbessert natürlich durch die vielen kleinen Pixeln, dass der Schärfepunkt und Schärfeebene optimal gesetzt werden kann. Was dazu weiterum hilft, ist wiederum eine Funktion, hier, das ist normales Auslösen, auch hier haben wir ein Touch-Display, wenn ich hier drauf gehe, auf das Symbol, dann kommen verschiedene Auslösesymbole, unter anderem hier Vibration-Modul. Und aufs Vibration-Modul, wenn ich dann wiederum drauf bleibe, kann ich wählen, wie viel Zeit unendlich, 0,5 Sekunden, 2, 4, 8 Sekunden. Wenn ich jetzt zum Beispiel auf 8 Sekunden gehe und das aktiviere, dann habe ich das auch wieder unten im Symbol drin, brauche ich auch, um Schärfe zu halten. Weil Mittelformat hat ja einen relativ großen Spiegel, wenn man das sieht. Kann man mal kurz vielleicht reinschauen. Ein relativ großer Spiegel, der rauf und runter klappen muss. Und wenn ich mit Zeiten arbeite, um ein Sechzigstel oder dann noch länger werde, auf ein Dreißigstel oder so, dann kann ein Spiegelschlag schon allein Unschärfe bringen. Oder ich habe eine Kamera auf dem Stativ, bin irgendwo draußen, Bahnschienen laufen vorbei oder ich bin auf einer Brücke, wo leichte Vibrationen sind und ich löse aus, dann kriege ich Bewegungsunschärfe rein. Wenn ich aber das Vibration-Modul hier aktiviert habe, löse aus, man sieht, jetzt läuft die Zeit 8, 7 runter und er würde spätestens nach 8 Sekunden ein Bild machen. Warum? Weil ich die Kamera gar nicht ruhig halten kann. Was anders ist, ich versuche es mal so her zu halten, da sieht man es nicht, so auf dem Tisch, ich löse wieder aus, ja, er läuft einfach die Zeit ab, würde aber, wenn ich es jetzt auf den Tisch lege, genau, und mache da die Auslösung, ja, aus dem Live-Bild raus, ich löse aus, klack, kommt dann sofort das Bild. Genau. Also weil keine Vibration da ist. Der detektiert praktisch die Vibration, wenn die 8 Sekunden abgelaufen sind, macht er aber auf jeden Fall. Auf jeden Fall ein Bild, okay. Außer ich gehe auf unendlich, dann analysiert er und wenn er dann meint, das ist am besten, dann macht er dann das Bild. Okay. Aber ansonsten macht er das eben dementsprechend.
Das ist eine Funktion, die auch einen Drahtauslöser teilweise ersetzt. Ja. Das ist, ich kann rantippen und er merkt ja, es ist noch Vibration da und wartet und macht dann erst das Bild, wenn das zu Ende ist. Okay. Also ich kann mir dann in dem Fall eigentlich auch diese Spiegelvorauslösung sparen. Weil er das automatisch mitmacht. Genau. Das ist bei Vibrationsmodul integriert. Ich kann natürlich auch, wenn ich ohne Vibration-Modul arbeite, zurückstellen, hier rechts an der Seite ganz normalen Spiegel vorauslösen und dann damit arbeiten. Aber das Vibration-Modul wird inzwischen sehr, sehr gern genutzt, weil man spart sich Draht, Auslöser braucht nicht mehr mit rum und es war ja früher immer... Gefummel, ja. Genau. Das sind so einfache Dinge, um einen normalen zu machen. Dann gibt es in der Kamera noch, wie wir es nennen, den hyperfokalen Punkt. Der hyperfokale Punkt ist, wenn man bei der Kamera eben den Fokuspunkt wählt, das zweite Menü, dann gibt es eben Spot, Average und hyperfokaler Punkt. Es gibt aber dazu noch ein Menü, hyperfokaler Punkt. Und das ist eigentlich genial. Und zwar dafür genial, wenn du nachts rausgehst und willst was fotografieren, hast du ein Problem, einen Fokuspunkt zu finden. Richtig. Und viele Fotografen gehen ja tagsüber, gucken die Location und tun und machen. Dann markierst du die, nimmst deine Kamera mit, markierst dir den Standpunkt, wo du die Kamera hinstellen willst und stellst auf den Punkt scharf, den du scharf haben willst. Und das kannst du abspeichern in der Kamera. Und okay. Das merkt sich die Kamera und das ist der sogenannte hyperfokale Punkt. Unter Tools im Menü findet man das, geht dann auf hyperfokaler Punkt und dann kann ich den Wert einstellen. Wiederum muss Autofokus sein, immer, wie gerade an der Kamera hat was rot geleuchtet, wenn was rot leuchtet, passt was nicht, wenn was blau leuchtet, ist es Automatik, weil ich war nicht auf Autofokus, okay. Deswegen war gerade hier rot, ich bin auf Autofokus fertig. Und dann stellt man über die Rädchen scharf, macht Live-Bild am besten an, guckt, zoomt das Live-Bild auf 100%, der Punkt, der scharf sein soll, und dann kann ich mit dem hinteren und vorderen Rädchen scharf stellen. Und da steht wiederum mal 1 mal 10, hinteres Rädchen 10er Schritte, vorderes ganz feine 1er Schritte. Und dann speichere ich diesen Punkt ab. Was dann ist, entweder ich mache das über das Menü, wenn der Punkt abgespeichert ist, dann macht die Kamera immer, wenn ich das Menü bin und auslösen würde, dann 5 Bilder. Aber ich kann ihm auch sagen, übers Menü... Also 5 Bilder heißt, das Ding macht dann einen Fokus-Stack. Nee, das... Ja, so ähnlich wie Focus Stacking, nur beim hyperfokalen Punkt sage ich einfach, wenn ich in dem Menü bleibe, ich stelle einen Punkt scharf und dann kann ich die Bereiche, macht er den Schärfepunkt einmal und 2 Bilder weiter hinten und 2 Bilder weiter vorne, sodass ich auf jeden Fall einen scharfen Punkt habe. Und diese Steps kann ich wiederum übers Rädchen einstellen und kann damit entscheiden, im Prinzip über die Drehungen der Spindel für den Autofokus. Das ist nicht nach Millimeter oder Zentimeter. Ja. Macht er 50 Zentimeter etwa dahinter ein Bild und dann einen Meter? Oder macht er 1 Meter, 2 Meter ein Bild, sodass ich auf jeden Fall den Bereich scharf bekomme? Dann habe ich 5 Bilder. Und das funktioniert mit allen Optiken mit oder allen nur mit dem Blu-Ring? Das funktioniert mit allen Schneider-Autofokus-Optiken. Okay. Weil ich brauche einen Autofokus. Das ist klar. Das ist genauso beim AFR. Ich brauche Autofokus, dann funktioniert es. Das Gleiche wäre, wenn ich in das Menü hier rein wische und auf Focus Stacking gehe. Bei Focus Stacking und lasse die Automatik an, wähle ich den entferntesten Punkt, den Nahpunkt, und anhand von der gewählten Blende, was ich zuvor mache, schlägt er dann vor in Blau, wie viele Aufnahmen das er machen würde. Sind aber Einzelaufnahmen, die muss ich dann später selber zusammenrechnen. Ja. Aber so bin ich im Schärfebereich überall top eigentlich dabei und treffe den Punkt, der auch scharf sein soll. Okay, das war schon mal ziemlich interessant. Ich weiß gar nicht, wie sind wir in der Zeit? Ja, ich glaube, wir sind so langsam in der Zeit. Also zunächst mal bis hierher, vielen Dank. Ich glaube, wir haben noch mal eine Runde morgen. Heute Abend noch mal. Dann machen wir ein bisschen XT. Dann heute Abend haben wir noch mal eine Runde, dann machen wir ein bisschen was über die
ja, Field-Kamera darf man nicht sagen, sagt Phase One. Also wir machen dann was über die neue, über das neue XT-System. Genau. Von mir noch mal kurz der Hinweis, der Matthias hat es schon erwähnt, das Ganze kann man bei uns auch gerne mal leihen, mieten. Ja, wir haben nicht immer alles da, können aber in der Regel, wenn wir ein bisschen Vorlauf haben, auch Dinge besorgen, die wir nicht da haben. Also IQ 150 haben wir immer da, XF haben wir auch immer da, auch einen ganzen Sack voll Objektive. Es steht nichts im Wege, probieren Sie es einfach mal aus. Dann sage ich an dieser Stelle erstmal herzlichen Dank. Henning, eins hätte ich noch, weil ich gerade meinen Kollegen hinten schon anstehen sehe von Profoto. Ja. Was wir auch in der Kamera drin haben, ist zum Beispiel die komplette Profoto Blitzsteuerung mit TTL, was man wählen kann. Sprich, man spart sich Sync-Kabel oder Funkauslöser. Oder den AirSync, Und kann das komplett darüber machen. Also, Dankeschön. Bis später. Bis später. Ciao. Ciao.